Hallo und herzlich willkommen. Heute erkläre ich euch mehr über das Hydroschild. Und bei dem Hydroschild wird Wasser gegen so eine Metallplatte gesprüht und es entsteht eine Wasserwand. Durch den Druck des Wassers, was gegen das Schild sprüht, wird es auch runtergedrückt. Heißt, es muss keiner festhalten. Das Hydroschild wird benutzt, um Gebäude vor Funken, Rauch oder Feuer zu schützen. Der Nachteil ist, dass es sehr viel Wasser verbraucht und deswegen erst im späteren Verlauf des Einsatzes benutzt werden kann. Jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, wenn man es benutzt. Wassermarsch! Das war's mit dem Thema Hydroschild.